Ich bin froh, dass SPD, Bündnis 90, die Grünen und die Linke unser Aktionsbündnis Köpfe gegen Kopfpauschale unterstützen. Und es freut mich auch besonders, dass die Vorsitzende der drei Parteien den Kampf gegen die Kopfpauschale sozusagen zur Chefinnen- bzw. zur Chefsache gemacht haben. Wir hatten übrigens auch die Parteivorsitzenden der drei im Bundestag vertretenen, anderen im Bundestag vertretenen Parteien angeschrieben. Sie haben sich offensichtlich anders entschieden, nicht nur gegen unser Bündnis, sondern leider offensichtlich auch gegen die solidarische Krankenversicherung. Um es allerdings auch ganz deutlich zu sagen, es geht heute nicht um Parteipolitik, es geht um die Sache. Denn dieses Bündnis, unser Bündnis ist und bleibt parteipolitisch unabhängig und das entspricht auch dem Selbstverständnis des Deutschen Gewerkschaftsbundes, aber auch unserer Bündnispartner. Natürlich sind und bleiben die anderen Parteien weiter herzlich eingeladen, uns zu unterstützen. Das gilt insbesondere auch für die, die noch vor kurzem erklärt haben, mit ihnen würde es keine Kopfpauschale geben. An dieser Stelle gilt also mein besonderer Gruß der Stadt München und der dort ansässigen Parteizentrale. Wir sind gespannt auf die Antwort der CSU, die bis heute noch aussteht. Und wollen wir mal gucken, wie viel denn von großen Worten zum Schluss übrig bleibt, wenn es um die Frage geht, in wessen Interesse man Politik macht. Meine Damen und Herren, wir, der Deutsche Gewerkschaftsbund und seine Mitgliedsgewerkschaften, haben im April dieses Jahres unser Bündnis mit vielen unterschiedlichen Akteuren begründet. Zu ihnen gehören Sozial- und Wohlfahrtsverbände, Jugend- und Frauenverbände sowie Natur-, Migranten- und Ärzteverbände. Uns verbindet ein Ziel. Wir wollen eine gerechte Gesundheitsreform. Und damit unterscheiden wir uns von dem, was die Bundesregierung vor einer Woche beschlossen hat. Sie will den Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik vollenden. Sie will die Solidarität aufkündigen. Und sie will den Lobbyverbänden unterschiedlicher Couleur nachgeben bzw. ihnen den Weg bereiten. Was der Bundesgesundheitsminister vorgelegt hat, ist aus unserer Sicht nicht liberal. Es ist im höchsten Maße unsozial. Zum einen geht es darum, dass die Bundesregierung die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung in Richtung Kopfpauschale umstellen will. Denn die Pläne, die das Kabinett in der letzten Woche gebilligt hat, sind nichts anderes als der Einstieg in die Kopfpauschale und der Ausstieg aus der solidarischen Finanzierung. Da kann der Bundesgesundheitsminister noch so smart und wortreich das Gegenteil behaupten. Ich bleibe dabei, diese Kopfpauschale ist das Gegenteil von Solidarität, denn sie funktioniert nach dem Prinzip, je kleiner das Einkommen, desto größer die Belastungen. Und das hat mit Solidarität nichts zu tun. Das ist übrigens auch nicht mehr netto vom Brutto, sondern im Gegenteil ein dreister Griff in die Portemonnaies der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit unteren und mittleren Einkommen. Ich sage das auch mit Blick darauf, dass die Bundestagswahl ja erst ein Jahr her ist und ja mit der Parole Arbeit muss sich wieder lohnen, ja auch versucht wurde, Wahlkampf zu machen. Aber meine Damen und Herren, das ist längst noch nicht alles. Auch die anderen Pläne der Koalition sind radikal ungerecht. CDU, CSU und FDP wollen die Arbeitgeberbeiträge zum Jahreswechsel zum letzten Mal anheben. 127 Jahre nach seiner Einführung soll damit das Prinzip der paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung endgültig beerdigt und auf den Müllhaufen geworfen werden. Es ist sowieso schon durchlöchert worden in den vergangenen Reformen. Aber jetzt will man diesen Zustand endgültig zementieren und die paritätische Finanzierung beenden. Das ist wirklich ein echter Paradigmenwechsel, denn jetzt sollen ausschließlich die GKV-Mitglieder, also die Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung, immerhin 90% der Bevölkerung alle künftigen Kostensteigerungen der gesetzlichen Krankenversicherung alleine bezahlen. Und dies auch noch in Form von Kopfpauschalen. Was anderes sollte denn bitte eine einkommensunabhängige Zusatzbeiträge eigentlich sein? Ich glaube nicht, dass diese Mehrbelastungen tatsächlich hier auf Dauer ausgeglichen werden. Der sogenannte Sozialausgleich ist und bleibt nichts anderes als eine Mogelpackung. Um Ihnen zu sagen, dass das, was jetzt heute verkündet wird, erstens dann im Gesetzgebungsverfahren noch auf viele Widerstände auch seitens der Lobbyisten stoßen wird und auch dann auf ganz praktische Fragen, wie soll das eigentlich gehen, will ich nur eins sagen. Während in der Großen Koalition der Zusatzbetrag noch auf 1% festgelegt wurde, wurde er jetzt schon in der nächsten Stufe auf 2% verdoppelt und in der übernächsten Stufe wird er dann ganz weiter erhoben und zum Schluss bleibt davon nichts mehr übrig. Es bleibt dabei, man will die Gesundheit und die Gesundheitskosten auf die kleinen Leute abwälzen.
Die gesetzlichen Versicherten zahlen also für die Arbeitgeber und sie zahlen für die privaten Krankenversicherungskonzerne. Denn die profitieren von Rabattverhandlungen der gesetzlichen Kassen mit Arzneiherstellern. Sie profitieren übrigens auch davon, dass die gesetzlichen Krankenversicherten letztendlich die Infrastruktur des Gesundheitswesens bezahlen, auf dem dann die privaten Krankenkassen aufbauen. Denn sie profitieren, die Privatversicherer haben es künftig dann übrigens auch noch leichter. Sie können Neuversicherte schon ab einem Jahr über die Mindestgrenze beim Einkommen statt nach 3 Jahren gewinnen und ähnliches mehr. Das, meine Damen und Herren, nenne ich Klientelpolitik. Das ist der nächste Schritt in die Privatisierung der Krankenversicherung und die Individualisierung der Krankheitsrisiken. Und ich erinnere mich eines Treffens neulich mit der früheren Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, die mich darauf hinwies, dass es ja auch im Rahmen dieses Gesetzgebungsverfahrens Pläne gibt, die vielen Patienten, die nicht allein mit sozusagen rabattierten Arzneimitteln behandelt werden sollen, in die sogenannte Vorkasse zu schicken, was nichts anderes heißt, als dass man versucht, die Leute erstmal in die Vorkasse zu bringen, um dann anschließend ihre Krankheitsversorgung und die etwas teureren Medikamente bei ihnen persönlich abrechnen zu lassen. Alles dieses führt dazu, dass unser Gesundheitswesen letztendlich nicht mehr das den Namen verdient, den es heute noch verdienen könnte, nämlich dass es ein sozial ausgleichendes System ist. Meine Damen und Herren, wir haben nicht nur Kritik an der Bundesregierung, am Bundesgesundheitsminister, wir haben auch ausdrücklich eine Alternative, das will ich sagen. Und die heißt seit vielen Jahren Bürgerversicherung. Und da sind wir uns hier alle am Tisch letztendlich im Prinzip einig. Ich will einige Eckpunkte nochmal in Erinnerung rufen, was Bürgerversicherung eigentlich heißt und was dann tatsächlich die Alternative zu dem wäre, was ganz offensichtlich die Bundesregierung nicht will. Die Bürgerversicherung versichert erstmal alle Bürgerinnen und Bürger. Die Versicherungspflichtgrenze wird abgeschafft. Zweitens, die Krankenversicherung soll weiterhin über einkommensabhängige Beiträge finanziert werden. Die Arbeitgeber blieben dann in der paritätischen Finanzierung der Beiträge auf Einkommen aus abhängiger Arbeit voll in der Verantwortung. Die Bürgerinnen und Bürger könnten ihre Kasse frei wählen in der Bürgerversicherung. Die privaten, die gesetzlichen Kassen hätten die gleichen Bedingungen. Für die künftige Finanzierung hochwertiger Gesundheitsleistungen schlagen wir darüber hinaus ein Zwei-Säulen-Modell vor. In der ersten Säule würden dabei Arbeitseinkommen und daraus abgeleitete Einkommen wie bisher verbeitragt. Daneben soll eine zweite Säule eingeführt werden, um Beiträge anderer Einkommensarten in die Finanzierung der Bürgerversicherung mit einzubeziehen. Zum Beispiel Einkünfte aus Kapitalvermögen. Ja? Nur mal um ein Beispiel zu nennen. Und die Krankenkassen müssten darüber hinaus nach unserer Vorstellung bei der Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Leistungen weiter entlastet werden. Denn es ist nicht einzusehen, dass das dann durch die Krankenkassen bezahlt wird, was letztendlich von der Politik oder vom Gesetzgeber bestellt worden ist. Unter dem Strich will ich nur festhalten, auch mit den wenigen Skizzen, eine andere, eine bessere Gesundheitspolitik ist möglich als die, die Herr Rösler uns jetzt gerade präsentiert hat. Im Übrigen will ich sagen, wir haben ja auch im Zusammenhang mit diesem Bündnis gegen Kopfpauschale eine Kommission berufen, die unsere Reformvorschläge weiterentwickeln soll. Diese Reformkommission wird die Grundvorstellung weiterentwickeln, möglicherweise auch weiter konkretisieren. Und ich will ankündigen, dass Frau Bundenbach mit ihren Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Kommission arbeiten, noch im Herbst diesen Jahres, irgendwann wahrscheinlich im November, die entsprechenden Vorschläge der weiteren Konkretisierung vorstellen wird. Langer Rede, kurzer Sinn. Die Köpfe gegen Kopfpauschale werden mehr. Und das sehen Sie auch heute. Wir werden uns mit den Plänen des Bundesgesundheitsministers nicht abfinden und weiter Druck machen. Auch die Gesundheitspolitik dieser Regierung ist in Schieflage. Und wir wollen diese Schieflage beseitigen. Wir wollen auch in der Gesundheit und gerade in der Gesundheit soziale Gerechtigkeit und auch das, wofür die Bundeskanzlerin zumindest ja in Zeiten der Großen Koalition einmal stand, für den Versuch einer sozialen Balance. Wir werden daher die Kopfpauschale zu einem Schwerpunktthema unserer Aktionen im Herbst 2010 machen. Und wir starten sozusagen heute mit der heutigen Pressekonferenz auch die zweite Welle unserer Kampagne. Ich glaube, dass wir guten Grund haben, gemeinsam Front zu machen. Ich hoffe auch, dass wir gute Chancen haben, diese völlig falsche Weichenstellung in der Gesundheitspolitik zu, wenn man so will, aufzuhalten, möglicherweise durchgängig zu konterkarieren oder wenigstens zu korrigieren. Denn eins ist auch klar, die Menschen werden möglicherweise die Auswirkungen dieser Reform erst sukzessive merken. Aber am Ende werden sich die Augen reiben und werden sagen, jetzt ist es gelungen, das letzte wirklich solidarische System in Deutschland, was dafür dienen sollte, dass man, egal ob man arm oder reich ist, über eine gute Gesundheitspolitik und ein gutes Gesundheitswesen zu verfügen, kaputt gemacht worden. Und wenn man das nicht will, dann muss man sich dem in den Weg stellen und das wollen wir heute tun. Herzlichen Dank.